Und es geht schon weiter mit Let's Play Fable The Lost Champions. Ich bin's euer MC Muffix und wir sind Witchwood. Und im letzten Part haben wir endlich den... Ich stehe in eurer Schuld, Weißen Valorant aus dem Dorf hier verjagt. Knowledge Hatch oder so heißt es. Und ja, dank unserer Silberverstärkung von der Frau. Und der Weiße Valorant war eigentlich nur der Ehemann von ihr. Und jetzt töten wir ihn endgültig. Das ruft der Valorant an, oder? Ja, schätze ich zumindest. Mit dem Bogen können wir wahrscheinlich nicht viel ausrichten gegen ihn. Merzt das Böse aus! Nicht ganz aus, spürt er nicht mal. Ja, wir müssen ihn mit der Silberversteckung alle machen, sonst ziehen wir ihm gar nichts ab. Stirb du und hier. Tot. War ja leicht. Jetzt ruft er seine Gefährten, oder? Nein. Okay, ich sag, unser Begleiter wird sterben. Oh, super, jetzt ruft er noch mehr. Kack drauf. Kreisch weiter, das ist mir zum gut. Kampf bereit machen! Oh! Viel zu viele Valorants! Direkt hinter euch! Zum Kampf bereit machen! Zum Kampf bereit machen! Oh mein Gott! Zum Kampf bereit machen! Kack, Drecksdinger. Ja, aber der Hammer gefällt mir. Der ist dynamischer als das Schwert eigentlich. Es ist eine Ehre, neben einem so nicht als das Schwert, als der Hammer. Und dazu ist er eigentlich auch stärker. Gefällt mir das Ding. Gegenstände. Andere. Wir angeln jetzt nochmal hier kurz. Komm. Angeln. Ach, dann angel halt nicht. Jetzt bin ich beleidigt. Gut, der Hammer sein Feld. Wir könnten theoretisch auch das Feld verkaufen, schätze ich mal. Ich schätze mal, so ein Feld ist schon viel wert. Hallo, Händler. Ich glaube, wir können euch ein besonderes... Nur Tätowierungen will ich nicht. Ich meine, Tätowiere, die alle auf der Straße rumlaufen. Cool, ein toter Mann. Knotblade. Aber zum Glück haben wir endlich den Valorant alle gemacht. Aber stell dir mal vor, das hätten wir echt ohne Klamotten gemacht. Oh, grässlich wäre das gewesen. Echt, ich glaube, wir wären echt die ganze Zeit gestorben. Und ich habe jetzt mal echt überlegt, dass wir aber trotzdem, also diese Rüstung, die den Anzug, den wir haben, ist zwar schon nicht schlecht, aber ich hätte mal echt gerne eine geile Rüstung. Die wir echt mal brauchen und die mal richtig reinhaut, also mit der man echt mal eine hohe Verteidigung hat. Deswegen würde ich sagen, sparen wir irgendwann mal richtig gescheit, um damit wir das Scheiß kaufen können. Und reden wir mit Knotblade. Ihr seid zurück und unverletzt. Wir haben das Geheul gehört und schon das Schlimmste befürchtet. Aber ihr habt die Bestie besiegt. Ein Held von eurem Format verdient die Ehre, in der Arena kämpfen zu dürfen. Eure Nominierung sollte bereits in der Gilde auf euch warten. Oh, apropos Gilde. Sie haben euch diesen Brief nachgesandt, von eurer Schwester. Theresas Brief. Die Blutlinie. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten. Jo, 6200 Gold haben wir bekommen. Extra erworben Gold, 20 Doll. Spiel wird gespeichert. Oh. Ihr habt den Status berühmt. Alles klar, Assassino? Jo. Gesucht, was suchst du denn, mein kleiner Freund? Meister Großhammer haben wir nicht. Oh, Meister Armbrust haben wir auch nicht. Kleidung, schauen wir mal. Können wir jetzt gleich mal schauen, ob wir irgendwas Geiles kaufen können. Rüstungswert plus 45, Attraktivität minus 10, Gruselfaktor plus 10. Dann nehme ich lieber den da. Der hat aber auch Grusel. Was ist der Unterschied zwischen den beiden, würde mich mal interessieren. Da steht schon noch was, warum kann ich das nicht anschauen? Anzahl der Vorräte ist der einzige Unterschied, oder? Nee, dann nehmen wir lieber den. Kampfpanzerung. Okay,
Nee, Waffen brauche ich keine, aber Hände. Dunkle, nee. Die da? Attraktivität minus 2, Anzahl der Vorräte, ja, kaufen wir. Oberkörper, jetzt wird's erstmal interessant. Ist natürlich etwas teurer. Gruselfaktor plus 5. Nee, wir nehmen dann schon hier das normale Kettenhemd dann. Beim Beinen. Na, wir nehmen das da wieder. Und für die Füße auch hier. Okay, und verkaufen. Schauen wir mal, ob man irgendwas verkaufen will. Na, ich verkaufe das, was ich gerade gekauft habe. Sehr sinnvoll. Na, dunkle Willenskrafthandschuhe. Nee. Huh? Verdammt. Ich glaube, die ich habe schon mal einmal die gefunden. Blöd. Obsidian haben wir, Obsidian Schwert, Obsidian Großaxt. Na, viel zu billig. Ihr seid jetzt begeistert genug, das Ausdrucksmittel ist genau das Richtige für euch. Cool. Bonzo der Tätowierer. Geiler Name. Okay, und jetzt würde ich sagen, tun wir uns mal einkleiden mit unserer epischen neuen Monitur. Kopf. Kettenpanzerhelm. Tragen. Hier, die da. Oder? Waren das die richtigen Kettenpanzer? Ja. Oberkörper. Kettenpanzer. Gewänder. Keins. Beine. Leggings da. Und jetzt kannst du. Und jetzt seht uns. Oh ja! Unser epischer Krieger. Ist nur ein Baum. Boah, geil. Jetzt sind wir mal krass stark hier. Aber wir sind, mir kommt zumindest vor, als wären wir jetzt langsam hier. Gut, dann haben wir es geschafft. Gibt's hier noch? Wir könnten schlafen, aber das müssen wir nicht. Nee. Guten Morgen, Abend oder was auch immer. Cool. Gut. Ich würde sagen, wir reisen jetzt gleich wieder nach. Nicht. Oh, cool, könnte man reisen. Oh cool, ja. Warte, kurz mal. Warum ist der Ton jetzt wieder viel lauter? Sieht wahrscheinlich, dass zwei Leute da sind. Das kann sogar sein. Ach. Yo, 1100. Boah. Das Verschönern hat eigentlich schon gebracht. Jetzt schon. Schönen Aufenthalt. Verdient viel mehr Geld als normalerweise. Ist ja geil. So sowas laufen. Ja, 20 Gold verloren. Kacke drauf. Wir haben immer noch 11.000. Vielleicht sind es 12.000. Gemeinsam besiegen wir das Böse in Albion. Genau das. Hurra! 550. Hurra! Für 11.000 glaube ich verkaufen. Möchte ihr das Leben? Nee. Nee, verschönern tun wir es auch nicht mehr. Ich folge. Ja, wir haben immer noch 8.000 dafür ausgegeben. Das muss sich ja irgendwann mal auch wieder lohnen. Sieht irgendwie etwas merkwürdig aus. Da verglitscht da hinten die Kisten. Theoretisch könnten wir jetzt auch hier bei dem Kampf da teilnehmen. Lässt die Kiste fallen. Oh ja! Das gefällt mir. Wir lassen da echt alles einfach so fallen. Ja, sind halt nicht die hellsten. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz und schau, ob es coole Tränke vielleicht sogar im Angebot gibt. Ja! Komm, red mit dem. Hallo. Willst du nicht mit mir reden? Ihr seid ein echt guter Anführer. Verkaufen, Gegenstände, Tränke, nee, Geschenke auch nicht. Nahrung auch nicht. Andere Sparten. Die Sockenmethode, nee. Ja, da. Yo. Geil, Wiederbelebungsfiole kaufen wir auch. Oh, jetzt sind wir unter 10.000. Oh, jetzt sind wir noch bei 8.000. Nein. Freundschaft schließen. Ja, kaufen wir. Dafür, ihr seid kein böser Mensch. Nee. Geschenk auch nicht. Oh, jetzt haben wir noch gerade mal 8.000 Gold. Der Darkwood ist gefährlich. Bin ich echt traurig. Oh, sind wir arm. Genau wie diese ganzen Bettler. Nee. Wir sind immer noch ganz gut dabei eigentlich. Und ja, wir kriegen jetzt immer fast 1.000 Gold, wenn wir hier nach Aufel gehen. Kann man auch mit leben, würde ich sagen. Und jetzt reisen wir gleich wieder in die Hellengitter. Und dazu muss man ja sagen, wir haben jetzt ja super Ausrüstung. Wir sind jetzt echt gut gerüstet für den nächsten Kampf.
Nehmt die Arena-Quest. Jo, mach ich. Aber nee, ganz kurz davor. Schau ich mal, ob ich irgendwas Cooles upgraden kann. Stärke, Stärke kommen immer. 19.000. Fertigkeit. Willenskraft. Leben halt 2, ja. Boah, teuer. Aber dafür heilen es wahrscheinlich mehr Leben. Ist cool. Und ja, okay, jetzt nehmen wir die Arena. Mit Großstadt übernehmen. Machen wir auch mal. Wahrscheinlich werde ich wieder keine nehmen und es mir wurscht, dass die mich dann wieder blöd anlabern, aber sind eh nur irgendwelche Heinis. Ohne ein Kratzer. Zack, keine Gnade, besiegt alle Gegner. Zack, Gegner, ja. So viel. Wir wollen etwas Gutes hören. Rumstehen nee, bringt uns nicht weiter. Gehalt. Juhu. Okay, das war's. Warte, was ist das? Das war ein Schock, oder? Cool. Verschont mich. Ihr seid ein echt guter Anführer. Oh, das sind wieder die Käfer. Hey, Mann. Oh. Und mir fällt auf, ich laufe eigentlich in die Fahrstelle, ich hätte eigentlich gleich wieder in die Gilde laufen können. Aber nee, ich laufe lieber nach Baustown, da gefällt es mir besser. Kommt es besser an, da kann ich angeben mit meiner coolen Rüstung, die mich fast mein ganzes Gold gekostet hat. Aber das ist wurscht, das ist wurscht, das ist wurscht, das ist wurscht und ich will Blutscher machen. Ach. Blutrausch. Das ist schon wieder Maskott hier. Krugana Blutrausch hier. Nicht von dir. Oh, und jetzt wird's wieder laut. Ein Haus zu verkaufen, habe ich da irgendwo gesehen. Ein Haus zu verkaufen. Geil. Da haben wir ein Haus. Noldblade. Okay, jetzt wird's laut. Aufpassen. Ich hasse den Ton. Ich glaube, er echt mal mein Ohr schon deswegen abgestorben. Ich bin bereit. Verdammt. Wo muss ich gleich nochmal hin? Zur Arena? Wo ist die Arena? Es würde irgendwie Sinn machen, wenn die Arena da drin ist, oder? Oder? Warte, ich schaue jetzt erstmal auf der Karte. Wo ist die Arena? Also erstmal speichere ich mal. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Boah. Ich habe es irgendwie schon ewig aufgenommen. Fällt mir gerade auf. Egal. Heldenstatus, Erfahrungen. Cool. Sehr cool. Ja, ich versuche jetzt hier mal drauf zu machen bei Körper und so, weil vielleicht kommen wir dann sogar das Schwert rausholen. Attraktivität minus 26, Kursfaktor minus 24, yeah. Bekanntheit sind wir schon richtig hoch, Grundhaltung sind wir auch fast sogar sehr gut. Held, Klasse, berühmter Krieger, genannt Assassino, Alter 41, wow, wir sind 41 Jahre alt. Hä? Gewicht schlank, haben Zeit, 7 Stunden erst, boah. Vergangene Spieltage 18 Dorfbewohner, eliminiert wir sind 3 Dorfbewohner, 9 Wachen, 186 Räuber, 17 Berwin, 189 Hops, ich wusste, dass sie so scheiße wie Hops getötet haben. 86 Wespen, 8 Skorpione, 10 Untote, 2 Nymphen, 2 Erdtrolle, 1 Steintroll, 21 Käfer und hier kann man das nicht lesen. Ist irgendwie verbuggt, wahrscheinlich so Lieblingswaffe Obsidian-Schwert, Lieblingsnahkampfwaffe Obsidian-Langschwert, Lieblingsdistanzwaffe Eisenhausbogen, Enthauptung 11. Höchster Kampfmultiplikator 17, Magie, Lieblingszauber, Blitz, Verwendungen insgesamt 340, verfügbar Zauber 3. Romanzen, Sexualität, heterosexuell. Anzahl der Ehepartner 0, Personen, die in euch verliebt haben, 0, gesamte Hochzeit nach, leck mich doch. Wie oft wurdet ihr verwitwet? Wie oft habt ihr schon 6 gehabt? Einmal. Lieblingsregion, Heldengelder, Anzahl der besuchten Regionen 45. Gesamte Teleportionen 19, abgeschlossene Quest 18. Insgesamt eure Quest erworbenes Geld 33.900. Abgeschlossene Kernquest 10, abgeschlossene optionale Quest 8. Großtaten abgeschlossen, übernommen 6 von 11. Oh, schlechte Bilanz. Erworbene Trophäen 8, Anzahl der Trophäenbewertung 4, Städte und Dörfer. Höchste Trophäenbewertung 6, Gebäude im Besitz 1, Häuser im Besitz 1, Läden im Besitz 0, vermietete Gebäude 1. Angenommen Miete insgesamt 1048. Beste Hühnerte 26,15 Meter.
eingereichter Fisch. Ah, dafür können ja Fische abgeben, fällt mir gerade auf. Ah, Gebührenbesitz, bla bla, eingenommen, Mieten. Das hat man schon eigentlich. Münzgolf in Oakley. Ja, das ist dieses Glücksspiel, Verbrechen Staff. Ach, das ist alles verpackt, das nervt voll. Oh, geil. Habe ich auch jetzt zum ersten Mal echt gesehen. Finde ich cool. Cool. Schau ich mir mal privat noch genau an. Supi. Wir werden schon richtig laufen. Schön geputzt. Ihr habt im Leben den rechten Weg eingeschlagen. Oh, wenn ich furze, sagt er, dass ich den rechten Weg geschlagen habe. Sehr schön, sehr schön. Ah, das sind jetzt Gegner, Valorants, oder? Ach nee, ihr Lichter. Echt, Mann. Echt, Mann, das gibt's doch nicht. Ich ignoriere es einfach. Ich kack auf den, ganz ehrlich. Oh. Und du, Heini, kämpfst auch nicht gegen das, du läufst weiter. Wehe, wenn du mir wegstirbst. Einfach reinrushen. Wie lange nehme ich auf? Habe ich jetzt einen Cut gemacht? Warte, mal ganz kurz.